Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Theme Hospital. Beim letzten Mal, da haben wir, denke ich, doch einen recht passablen Grundstein gelegt. Und deswegen machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich dabei Patienten zu behandeln. Surprise, surprise. Gebrochenes Herz, den lassen wir warten. Achtung, wir haben einen VIP im Gebäude. Mir gelüstet nämlich nach einem Chirurgen. Und ich habe leider keinen. Das ist schade. Damit müssen wir leider leben. Habe ich wirklich gar keinen mehr? Ist das mehr? Hatte ich überhaupt schon mal einen? Doch, einen habe ich. Stimmt, ich entsinne mich. Aber der ist leider schon Berater. Herr Wolbach. Deswegen setze ich jetzt alle meine Hoffnung in den Klumpmann. Sobald nämlich der hier Psychiater ist, werde ich den Klumpmann von denen stellen, damit der auch zum Chirurgen ausgebildet wird. Und dann kann der wirklich alle ausbilden. Das wird gut. Darauf freue ich mich. Dich schicke ich nach Hause. Da haben wir es doch schon. So, du kannst hier weiter tätig sein. So, und du, mein Freund, du lehrst jetzt weiter diese netten Herren der Spaßgesellschaft. Habe ich eigentlich schon einen Computer erforscht? Ich weiß es gerade gar nicht. Schauen wir doch mal eben nach. Dann könnte ich nämlich das hier auch schon mal wunderschön verbessern. Nein, noch nicht. Okay. Wieder rein mit euch in die gute Stube. Das wäre jetzt was von mir. Neue Krankheit, Haarspalt 3, die können wir doch nicht behandeln. Dann geht doch nach Hause. Du Alte, ihr kennt den Text, ne? Ja. Einer meiner IPler ist Arzt geworden. Schön. So, mal das Tempo auf noch und noch mehr stellen. Hat er nämlich scheinbar nicht ganz gefressen. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ich muss ja echt angewöhnen, öfters zu speichern, weil ich war eigentlich schon fast durch mit dem Level. Aber dann ist da leider das Programm abgeschmiert und ich konnte deswegen nicht, ne? Doktor in die Psychiatrie, bitte. Moment. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ich konnte deswegen leider nicht diesen Level vernünftig beenden. Was ich sehr schade finde, um es ganz ehrlich zu formulieren. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Mal. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Wichtige Durchsage. Patienten mit Wurstfingern treffen ein. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Oh, Doktor in die Psychiatrie. Echt, ist dein verdammter Ernst. Du haust kurz bevor die Patienten kommen ab. Ich könnte dich so ohrfeigen. Unglaublich. Haben wir noch irgendwo einen Arzt übrig? Einen, der auch arbeiten will? Na, komm her. Auch ich will nicht die Schwester, ich will den Doktor. Kriegen wir uns mal eben durch. Der braucht einen Bonus. Ach nee, Moment, der braucht einen Bonus. Ja, komm, wisst ihr was, dann holen wir eben den Kerl hier aus der Forschung raus. Damit ich jetzt nicht einen riesigen Rückstau an Patienten habe, die dann frustriert abhauen. Eine Schwester auf die Station, bitte. In die Entlüftungsanlage. Wir entschuldigen uns für den Müll. Letzter, jawohl. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Das geht doch. Ja, die schicken wir mal lieber nach Hause. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Wie geistert wieder eine rum, anstatt die zu ihrem Scheißarbeitsplatz geht? Ihr verdammter Ernst? Ach, die will pennen. Ja gut, dann haben wir nichts gemacht. Ja, die schicken wir erstmal nach Hause. Was haben wir hier? Wir haben alle Geld bekommen. 4000. Hurra! Oh, wir müssen das Gerät reparieren. Dann soll der Gerät auch repariert werden. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Der Gerät auch. 200 Bonus. Naja. Hätte sie auch sparen können. Aber gut, es ist tatsächlich besser als nichts. Behaupten zumindest böse Zungen. Mein Gott, ich habe wieder einen sensationellen Rückstau hier hinten. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ja, und eine Epidemie, klar. Epidemie-Alarm. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Eine Schwester auf die Station, bitte. Wo rennst du denn hin? Warum rennt die im Zickzack? Was soll der Mist?
Boah, ich könnte mich echt aufregen. Muss ich eine neue Schwester einstellen, weil die irgendwie, weiß nicht, was ist. Verbuggt, blöd, dumpf oder sonst irgendwas. Wir entschuldigen uns für den Müll. Kein Bock mehr. Meine Schwester bitte in die Poliklinik. Geh direkt zurück zur Behandlung. Was ist mit dir? Er kommt, Chewbacca schicken wir nach Hause. Du gehst direkt durch zur Behandlung. Das ist echt unglaublich. Warum sind die so doof? Was soll das denn? Mann! Eine Schwester auf die Station. Geht's jetzt wenigstens direkt durch oder läuft's jetzt wieder im Kreis, so wie die hier links? Ach, bleib einfach mal stehen, genau. Du bist ja nur fürs Rumstehen bezahlt, ist klar. So, hast du wenigstens eine Aufgabe. Hat irgendwer noch nicht so eine Schwester auf die Station, bitte. Habe ich echt keine Sitzplätze mehr? Ach. Meine Güte. Warnung, Erdbeben steht bevor. Mal runterdrehen, nach den Maschinen gucken, da ist alles Taco. Die tausche ich besser mal eben aus. Die wird repariert. Ja, läuft. Sieh, Frankensteine, ab nach Hause mit dir. Was hast du, mein Freund? Heiße Rippchen, auch mit dir nach Hause. Ich würde zwar sehr gern an dir verdienen, aber ich habe leider keine zwei Chirurgen. Erdbeben steht bevor. Alles reparieren, was ich so an Geräten habe, ist ja Gott sei Dank nicht so viel bisher. Habe ich denn schon was Neues inzwischen? Nee, ne? Das ist noch alles beim Alten, wunderbar. Ab nach Hause. Epidemie vorbei, entwarnen. Ja, ich glaube, der hat es mitbekommen. 8000, ja. Tut weh, aber es geht ja. Es ist ja alles noch einigermaßen im Rahmen. Wie viele Leute stehen hier an? Keiner. Wo steht ihr denn alle an, sag mal? Die stehen alle bei der Allgemeinmedizin an. Unglaublich. Muss ja wohl hier ein Berater steht. Krass. Na, das wollte ich doch gar nicht. Raus hier. Das wollte ich. Wie weit bist du? Ja, das wird noch. Das wird noch, mein Freund. Wir ziehen mal das Tempo ein wenig an. Strahlende, ja, komm ab nach Hause. Ja, die Diagnose habe ich, sorry, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen genervt, weil... Wie gesagt, mir ist ja das Spiel abgeschmiert. Und ich war eigentlich schon an dem Punkt, ich hatte das Level schon fast fertig, aber ich habe vergessen zu speichern. Deswegen mache ich das natürlich nochmal ab hier, weil nochmal von vorne anfangen ist ja kompletter Tenef und deswegen, ja, nehme ich den letzten Speicherpunkt, den ich habe. Ja, die Chance nämlich war. Was ist mit dir? Schwellung. Nach Hause. Was ist mit dir? Frankensteine nach Hause. Du auch nach Hause. Alle nach Hause. Habe ich noch irgendwen, der verseucht ist? Nein. Macht denn meine Forschung? Ja, die läuft ja eher schleppend. Aber ich glaube, ich habe ja auch einen Forscher rausgeholt. Nämlich ihn hier. Was ist er? Aber er hat Doktor, nichts zu tun. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Bring ich ihn nochmal in die Forschung? Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Ja, genau jetzt. Das war so klar. Gut, dann... Ein Arzt, bitte in die Spitzenzungenabteilung. Ab in die Psychiatrie. Ja, die Schwester, die rennt lieber hin und her, statt zu arbeiten. Leck mich doch. Epidemie jetzt unter Kontrolle. 4000. Ab nach Hause mit dir mit dem Frankenstein. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ja, du renn mal lieber im Kreis und sei ganz traurig und verlang dann noch mehr Gehalt dafür, dass du nur hier hin und her rennst und denkst. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Da hab ich ja richtig Bock drauf. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ach, wäre das schön.
wenn ich endlich hier ihn fertig ausgebildet habe, dass er Berater und auch Chirurg ist und dann er, dass er dann seine kleine Horde von Angestellten ausbildet. Todd Tottenlottl, was ein Name. Da ist der Name Programm. Ha, ha, ha. Ja, ihr kriegt alle mehr Geld. Ich hab's ja. Epidemie-Alarm. Ach, nicht schon wieder, Mann. Jetzt wollen sie mich aber ärgern hier. Zum Glück ist es nur einer, und wenn der seine Diagnose schon hätte, was er leider nicht hat. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Wir entschuldigen uns für den Müll. Der geht mal vor. Obwohl, nee, doch ist er der, der fast stirbt. Ich drehe mal das Tempo hoch. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Weiß es noch? Nein, er ist jetzt gestorben. Schade. Es war leider zu knapp. Den schicke ich nach Hause. Ein VIP hat das Gebäude betreten. So. Oh, jemand will Geld. Guck an, die Schwester. Ja, fürs Rumstehen gerne. Epidemie eingedämmt. So, diesmal hat es geklappt mit dem Vertuschen und ich kriege endlich meine 10.000. Mann, Mann, Mann. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Wow, eine Schwester ist jetzt erstmal zur Arbeit gegangen. Hey, da wo sie hin sollte. Wupp, wupp. Ich bin voll mit unfassbarer, nie versiegender Freude. Und das Jahresende steht bevor. Hurra! Na, zumindest sehr wenig Todesfälle. 157 Heilungen, 229 Besucher. Der Reichste bin ich inzwischen. Juhu! So, 4000 Bargeld für den besten Ruf. 4000 für die wenigen Ablehnungsfälle. 29 Ruf für das sauberste Krankenhaus. Minus 25 für die Maschinen, wie immer. 1000 für die Autobahn und 2000 für den Ruf. Hey, immer nur am Gehalt worden, unglaublich. Nein, ich muss nicht mal irgendein Chirurgen. Nein, natürlich nicht. Oh, ein Notfall. 4 Leute mit Schwellungen. Nein, kann ich nicht heilen, dann lassen wir das auch. Nein, du fliegst, mein Freund. Das war's. Wahrscheinlich spricht sich das rum, dass ich denen immer eine Gehaltserhöhung gebe und deswegen fordern immer mehr Leute immer eine Gehaltserhöhung. Ohne irgendeinen Grund. So, was macht denn deine Ausbildung zum Chirurgen? 96%, das ist gut, das freut. Corpus Carlos, ab nach Hause mit dir. Tadam. Tadadadam. Na komm, du machst, scheinst du einigermaßen gut. Allgemeinmedizin. Juhu, mein Arzt ist Chirurg. Ein Arzt zur allgemeinen Diagnose. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Jetzt muss er nur noch Berater werden und dann habe ich den Master auf die Sasse in Sachen ausgebildet. Naja, 200. Wir entschuldigen uns für den Müll. 35%. Oh, nee. Dann lassen wir den warten, bis wir zur Diagnose reinkommen. Den auch. Und Epidemie, jawohl. Da habe ich ja einen. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Warnung, Epidemie. Ah, Mist, das sind ja strahlende. Ab nach Hause. Müssen wir leider raus, weil die kann ich jetzt sowieso nicht heilen. Das heißt, mit der Epidemie würde das so oder so nichts werden. Habe ich 2 Chirurgen? Ach ja, klar, jetzt habe ich 2 Chirurgen. Stimmt. Dadurch, dass ich den einen jetzt fertig ausgebildet habe. Komm. Der schnöden Mammons Willen packen wir dann mal. Nein, oh, Teufel, nein. Packen wir die beiden mal in den OP. Wie viel stehen denn hier an? Steht doch gar keiner an. Was soll das denn? Was gesagt von den 2 Chirurgen? Okay, dann kommt doch mal direkt wieder zurück, ihr beiden. Du hast recht, du musst doch noch ausbilden. Ja, die haben mich erwischt. 4000 Strafe, sei es drum. Da nehme ich die Chance einer Heilung wahr. Doktor, bitte bringe dich. 35, den lasse ich warten. Oh, Moment. Erdbeben. Schnell Maschinen checken. Schwitzen, sonst ist sie noch immer zu kalt. Hä, wieso zum Teufel schwitzen die? Eine Schwitze. Da steht hier, hier ist viel zu kalt. Warum lügen sie? So, drücken wir auf den ganzen Lappen.
vorbei. Entwarnung. Warnung. Erdbeben steht bevor. Warnung. Erdbeben steht bevor. Wow. Da fallen sie alle um. So, wir schicken mal überall jetzt einen hin. Nicht, dass die Anzeige einfach nur ein bisschen verzögert kommt. Mir danach irgendwas durch die Binsen geht. In die Binsen. Oder durch die Lampen so rum. So geht das mit der Redewendung. Werde schlauer! Los, werde schlauer! So. Meine Schwester auf die Station, bitte! Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung! So, wo steht ihr denn an? Hier steht keiner an. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Hier auch nicht? Wo stehen die denn alle an, sag mal? Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte! Die alle an der Rezeption. Oioioi, die stehen alle an der Rezeption. Doktor, weil die nicht in die Psychiatrie, kommen. Bitte. Doktor. Was ein Rückstau. Eine Schwester, bitte. Verdammt, ich habe mich gerade verlesen, glaube ich. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Wichtige Durchsage, Epidemie war. Ja, war ja klar, jetzt. Ein Arzt, bitte zur allgemeinen Diagnose. Genau jetzt, wenn es hier so schön proppenvoll ist, kommt eine Epidemie. Wann auch sonst. Alles andere wäre doch zu langweilig. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Mann, was ein Rückschau an Patienten, unglaublich. Noch mehr Bänke. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Egal was für eine Diagnose. Das ist nicht das. Leute, das wird doch nichts mehr. Dann nehmen wir meine, die Chance einer Heilung war. Ich hab doch gar kein TKKG-Apparat. Warum lügen Sie? Der Gesundheitsminister, ja, was ein Timing. Da kommt doch mal vorbei. Die Bude ist proppenvoll, die Stimmung ist am Kochen, das Fieber der Leute auch. Alle sterben und die Sau rennt, diese doofe Krankenschwester rennt einfach nur hin und her, irgendwas zu tun. So, dich schicken wir nach Hause. Ja, komm, das wird jetzt eine sehr teure Epidemie, glaube ich, weil hier sehr viele Leute noch krank sind. Oh, wir haben einen Notfall. Haarspalt 3, geht nicht. Na, wie teuer wird's? 36. Aua, das tut weh. Eine Schwester auf die Station, bitte. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Mitglied des Ministeriums. Ach Leute, was ist hier los? Warum stehen überhaupt so viele am Empfang an? Das mache ich nicht. Brauche ich jetzt etwa noch eine zweite Rezeption oder was? Schicken wir mal kurz die Geräte, um uns ein bisschen abzureagieren von der schieren Masse an Leute. An Leuten. Haben wir denn eigentlich mal neue Geräte? Nein, natürlich nicht. Steht hier jemand an? Nö. Computer ist noch aufgetreten. Yay! Freitags schicke ich den Patienten nach Hause. Ihn schicke ich nach Hause, da ist mir das Risiko zu groß.
Ja, ich weiß, die leidenden Massen müssen stehen. Das ist jetzt leider mal eine Zeit lang so. So, Computer, kaufen direkt zwei. Wir sind mal in Geberlaune. Zack. Und wieder zurück in die Abteilung. Wer bist du? Klumpman. Ah, du brauchst noch ein bisschen. Gut. Weißt du was, ihn packen wir mal zur Forschung, weil ich muss jetzt dringend mal neue Diagnose und Behandlungsgeräte machen, weil irgendwie... Das nervt mich, dass ich immer so... Boah! Alter! Wir entschuldigen uns für den Müll. Boah, was ist hier los? Scheiße! Boah, leck mich am Arsch. Entschuldigung, aber das gerade aushalten werde, aber das ist jetzt echt krass. Ab nach Hause. Ich schicke jetzt alles nach Hause, was irgendwie in Frage kommt. Kann ich die nicht irgendwie rausschmeißen? Das Tempo hoch. Komm, dich kann ich doch jetzt schon rausschmeißen. Sehe ich doch schon von hier. Dich auch. Dich auch, weil ich dich nicht behandeln kann. Nach Hause. Nach Hause. Alles rausschmeißen, was keine Miete zahlt. Und jetzt zahlt leider keine Miete. Auch du nicht, mein Freund. Boah. Epidemie. Und die nächste Epidemie, ja. Es war ja auch an der Zeit. So, mein Gott. Die Bewertung, naja, Mittelmaß. Jetzt gucken wir mal. 4000 für den besten Ruf, 4000 für die Ablehnungsfälle. Oh, minus 60 Ruf für das schmutzigste Krankenhaus und minus 25. Mist. Das ist wirklich schlecht, aber gut. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Wir sehen ja alle, woran es liegt. Was ich jetzt, glaube ich, mache. Ich schmeiße jetzt alle, die Epidemie haben, schmeiße ich achtkantig raus. Noch irgendwer ohne Fahrschein. Du fliegst sowieso raus. Genau, du Schätzelein. Bei dich behandeln wir. Machen wir erstmal auf normal, dann auch mal langsam her über das Erbrochene. Eine Schwester auf die Station, bitte. Ab nach Hause. Ja, und auch dich schicken wir nach Hause. Das Medikament ist mir noch nicht gut genug. Raus hier. Der Gesundheitsminister kommt. Oder ein Herr vom Gesundheitsministerium. Da sollst du nicht hier sein. Epidemie jetzt unter Kontrolle. Ah, du kostest. Ach, geil, hat geklappt. Hihi, schön. Oh, das ist Gott sei Dank ein bisschen leerer geworden. Heidewitzka. So, jetzt kann ich mal wieder gucken. Ha, Röntgen. Endlich ein neuer Diagnoseraum. Herrlich. Dann bauen wir den noch auch direkt. Zack, 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 zack. Ja, komm. Allgemeine Diagnose. 1, 2, 3, 4, zack. Ah, alle wollen Geld. Alle wollen sie Geld. Schauen sie mal alle an. Die Schwester, die gammelt in der Gegend rum. Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Hier stehen ja nur Leute an, die sterben. Aber es ein juckt Arzt uns in die Röntgenstation, bitte. Juhu, Klumpman ist fertiger Berater. Sehr gut, dann stelle ich mal ganz viele Idioten ein. Hallo, Clubman, was ist los? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Zack. Doktor, und bitte zack. Dringend in die Kardioabteilung. So, jetzt habe ich ganz viele Probleme wahrscheinlich, weil jetzt gleich irgendwas in die Luft fliegen wird. Oh, Kardio, das tauschen wir ein bisschen schnell aus. Zur allgemeinen Diagnose. Also das. Da steht keiner an, also kannst du auch mal eben in die Forschung gehen. Das ist unglaublich, wie viele Leute hier anstehen. Wichtige Durchsage. Epidemiewarnung. Achtung, Erdbebenwarnung. Und wie immer alles gleichzeitig. Epidemie, Erdbeben. Ja, und direkt 3 Milliarden Leute. Oh Mann. Erdbeben.
dem vorbeigeht. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Wartung des TKKG-Apparats erforderlich. Du wirst gewartet. Sowas habt ihr denn alle? Ich habe es gar nicht gelesen. Jokus Indiscretus. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß mal wieder alle raus. Er hat noch nicht, wer will nochmal. Du fliegst raus. Und du fliegst raus. Alle raus. Mal kurz auf normal stellen, um zu gucken, ob ich irgendwie übersehen habe. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Das sieht ganz gut aus. Wir dürfen alle. Oh, nee, siehe. Zack, raus mit dir. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Klar, Schwester, fürs Rumstehen gerne. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Entzündungsanlage. Epidemie eingedämmt. Gott sei Dank, keiner hat's entdeckt. Herrlich. Ich glaube, ich muss mal wohl oder übel ein paar Leute rausschmeißen, weil ich krieg den Stau an Patienten hier nicht weg. Zack, schmeißen wir alle hier nach und nach raus. Wer steht hier noch an? Ah, du. Ein Notfall. Acht Leute mit Saumagen. Ja, komm, die nehme ich doch. Ich habe nur wieder Zeit, dass ich ein Erfolgserlebnis habe und einen Notfall korrekt behandle. Du gehst nach Hause. Und du gehst nach Hause. Wichtige Durchsage. Sorry, aber... Patienten mit Saumagen treffen ein. So, jetzt haben wir doch schon mal eine normale Zahl an Leuten. Finde ich gut. Wie fit bist du, Schätzelein? Ja, ich hoffe, das reicht noch. Den schicken wir mal lieber nach Hause. So. Drehen wir hoch. Ich werde vielleicht die andere Schwester hier einsetzen, wenn die hier mal einen Feierabend machen zu müssen. Wundern wird es mich nicht. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Eine zweite Pharmatheke, glaube ich. Nach Hause kommen. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ach, der Notfall wird auch nicht. Super, Mann. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. 5 von 8, boah, ist das schlecht. So, ich würde sagen, ich drehe jetzt erstmal das Tempo auf normal. Oh, Atomanalysierer, sehr gut. Das ist in der Forschungsabteilung, meine ich. Ein VIP. LF Probst der Dritte. Ja, dann kommen sie auch rein, Schätzelein. So, sehr gut. Jetzt stehen sie... Jetzt stehen sie alle hier an. Und da auch noch ein paar. Ich glaube, ich brauche langsam aber sicher eine weitere Allgemeinmedizin. Die werde ich hier hin, aber hinbauen in den Anbau. Nur vorerst. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ich habe hier vorne ein paar andere Pläne. Ab nach Hause. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Sie sind total entsetzt darüber. Schlimm, schlimm. Mimimi. Hashtag Mimimi. So, du bist wenigstens noch zufrieden. Ein Arzt wunderbar. In die Allgemeinmedizin. Ihr werdet klüger, euer Hirn wächst. So, Moment, was bist du nochmal? Eine Schwester auf die Station, bitte. So, eine Schwester gönnen wir uns mal. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Die anderen ja zu doof sind, leider. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Okay, steht keiner an. Da ist drum. Bist du eigentlich? Epidemie-Alarm. Bitte bereit. Juhu, eine Epidemie von Saumagen. So, er wird jetzt, sobald er
Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Sobald ich kann, wird er direkt zur Behandlung geschickt. Geht natürlich nicht sofort. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Haus mal ganz schnell ab und du gehst direkt eine zur Behandlung auf durch. Die Station, bitte. Ja, steckt noch 10 Leute an, kommt ja gerade erst der Typ vom Gesundheitsministerium. Na, dann ist ja auch wurscht. Epidemie eingedämmt. Was? Einer meiner Ärzte ist aufgrund von Überarbeitung verrückt geworden? 20.000 Geldstrafe? Mein Gott, das wird immer besser. Ich glaube eher, jemand ist der Schwule, der verrückt geworden ist. Ja, und direkt die nächste hinterher. Warum denn auch nicht? Was hat er? Lachkrampf. Das dürften, glaube ich, die beiden einzigen gewesen sein. Gut, dann schmeiße ich halt beide raus. Oh ne, da ist noch einer. Ja, genau, ich gebe noch mehr Geld an meine Ärzte. Ich habe ja gerade keine anderen Sorgen. Ab nach Hause. Stehen immer noch so viele an? Nein, es geht. Epidemie vorbei. Ah, diesmal habe ich es geschafft. Wir entschuldigen uns für den Müll. Jetzt habe ich zwei Doktor, Schwestern, die rumstehen, anstatt zu arbeiten. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Entzündungsanlage, bitte. Nach Hause. Doktor, oh, Leute, ich bin gerade echt ein bisschen im Stress. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Ein Arzt in die Röntgenstation bitte. Uiuiui, da stehen ja jetzt viele Leute. Doktor in die Psychiatrie bitte. Ein Arzt in die Röntgenstation bitte. Ja, das ist noch im Rahmen. Ich werde zeitnah eine weitere Allgemeinmedizin, eine weitere Pharmazie bekommen. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Was machen denn meine Geräte? Die müssen mal wieder gewartet werden. Ich sehe schon, kommt, dass gleich ein Erdbeben kommt. Epidemie-Alarm. Och, ihr gebt mir langsam auf die Nerven mit eurer verdammten Epidemie. 200, yay. Ja, wir vertuschen es natürlich, was auch sonst. Und du, mein Freund, wirst direkt nach Hause geschickt. Du auch. Du auch. Mensch. Du auch. Und du auch. Was ist mit dir? Du wurdest schon nach Hause geschickt. Noch jemand ohne Fahrschein, den ich hier rausschmeißen darf? Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Naja, das ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Oh, verdammt! Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Warum nicht zählt das noch? Misch schneller, misch schneller! Hurra! So. 10 Leute mit Spitzfingigkeit. Ne, wisst ihr was, die lehnen wir lieber ab. Jetzt unter Kontrolle. Ich habe echt gerade ein schlimmes Rufproblem. Eine Schwester auf die Station, fällt mir gerade auf. Das ist nicht gut. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Bitte, denn auf den Ruf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Mann, das war jetzt doof. Okay, ich werde jetzt definitiv keine mehr rausschmeißen oder so. 47%. Ja, den lassen wir warten, bis wir weitere Diagnoseräume gebaut haben. Ach, wir haben den Scanner. Sehr gut. Dann bauen wir den auch direkt. Oh, Hair Repair ist neu aufgetreten. Famos. Doktor, in den Scannerraum bitte. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. So, wir brauchen natürlich noch Bänke. Getränkautomaten natürlich. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ja, schön. Ja, du kriegst natürlich auch mehr Geld und du kriegst auch mehr Geld. Ich werfe mit Geld um mich. Oh, was kann ich denn jetzt mal langsam für meinen Ruf machen, ey? Das wird hier zu einem Problem. Was ist der TKKG-Apparat erforderlich? Ich habe immer noch keinen TKKG-Apparat. Was erzählst du denn da? Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Soll ich
vielleicht mal einen neuen Arzt einschalten. Oh, ein Berater in bin ich nicht. Psychiatrie, bitte. Ich brauche dringend gute Ärzte. Die Ausbildung von meinen, die dauert leider zu lange. So, wo steht ihr denn alle an? Hier in der Allgemeinmedizin, okay. Ein Arzt in die Erfüllungsanlage. Muss ganz dringend repariert werden. Was? Weißt du was? Ich kaufen wir neu und du bist so langsam, die schmeißen wir direkt raus. Sorry, aber du bist einfach zu schlecht. Haarspalterei, den lassen wir mal warten. Stellen wir nur Leute weg, ey. Leute, ich habe ein Rufproblem. Das Level ist beendet bei einem Ruf von 200. Warum ist es zu kalt? Ich hab doch. Hab ich nicht die Heizung schon hochgedreht? Ja, hab ich. Was ist das Problem? Ich mach mal hier. Um den Ruf zu verbessern, verbessere ich auch mal die Qualität der Heizung. Und ich werde mal hier den Gang beheizen, denn da ist es doch recht frisch. Ein Arzt bitte in die Spitzenzugabteilung. Einiges besser sein. Ja, dich Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ihre Leute sind ziemlich unzufrieden. Mir ist es viel zu kalt. Stellen Sie mir Heizung auf. Ja, gut. Ich glaube, hier hinten müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern, was die Heizung angeht. So. Und du, was kommst du rum? Ach so. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ja, Kinders, das ist echt. Bei dem, bei der Aufnahme, die leider schiefgegangen ist, weil das Spiel abgestürzt ist, da liegt es echt so gut. Das ist ärgerlich, dass es jetzt gerade so ruftechnisch aus dem Ruder läuft. Bitte dringend in die Karte. Aber gut, ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Schauen wir mal im Jahresabschluss. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele Sachen habe, die den Ruf schädigen. 25 Ruf minus, aber plus 30 Ruf. Gott sei Dank, ich bin im Plus mit dem Ruf. Zwar an sich wenig Auszeichnung, ist mir gerade egal. Doktor in die Psychiatrie, bitte. So, und ich mache jetzt hier meinen kleinen Cut. Keine Sorge, ich werde diesmal auch abspeichern, in der Hoffnung, dass es nicht nochmal passieren wird, dass es abstürzt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wäre super, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Leute, ich brauche eure Unterstützung, denn ich muss gucken, finanziell stehe ich zwar ganz gut da, aber ich muss gucken, dass ich meinen Ruf wieder in die Puschen kriege, dass ich mit der Forschung vorankomme. Und ich brauche dafür, wie gesagt, eure Motivation, denn nur ihr motiviert mich so richtig dazu, dahingehend Gas zu geben. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüssikowski.